Fokus. Saber. Havok. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Expeditions, a Mudrunner Game. Ja, ich hab's mal kurz angespielt, um zu gucken, wie es ist. Ich kann schon mal sagen, die Grafik sieht auf jeden Fall sehr, sehr hübsch aus. Und ja, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Sehr positiv ist übrigens, dass wir 4 verschiedene Speicherplätze haben, also nicht nur überspeichern müssen. Und da starten wir. Ihr seht schon, die Grafik ist wirklich, wirklich schön. Ja, willkommen bei Expeditions, a Mudrunner Game. Lerne die Grundlagen des Fahrens kennen, bevor du dich auf deine erste Expedition begibst. Ich bin gerade nur ein bisschen genervt davon, dass ich immer rübergreifen muss auf die Enter-Taste. So, drücke W, um den Motor zu starten, Handbremse lösen mit Space und wir können losfahren. Ich kann euch schon mal sagen, ich habe wirklich nur 5 Minuten gespielt, aber das Auto fährt sich etwas komisch. Aber es ist noch okay. Es ist ein bisschen eierig unterwegs, muss ich sagen. Stufe abgeschlossen. Folge den Questmarkierungen, um weiterzukommen. So, das heißt, wir müssen jetzt hier oben hinfahren. So, zu dem Halteschild. Ich weiß nicht, ob wir hier bei der Bushaltestelle warten oder was wir hier machen sollen. Eigentlich ist hier ein Halteschild, aber ich habe schon beim ersten Mal gemerkt, das interessiert die nicht. Das heißt, wir müssen ja einfach weiterfahren. Warum dein Halteschild ist, keine Ahnung. Also zumindest ein H. Ich nehme an, das soll halten heißen. So, der nächste Punkt. Allradantrieb. Um weiterzukommen, musst du auf Allradantrieb umschalten, der das Fahren im Gelände erleichtert, allerdings auch mehr Kraftstoff verbraucht. So, dafür müssen wir dann Shift und dann E drücken. Das war Allrad. Ich muss mir das mal eben mit aufschreiben, weil sonst vergesse ich das natürlich wieder. So, Shift, E, das ist Allrad. Dann hoppeln wir hier mal ein bisschen über das Gelände. Hoffen's Beste. Ich will immer Gas drücken mit Shift, das ist das Problem. Also beziehungsweise beschleunigen. Differentialsperre. Solltest du dich festfahren, setze die Differentialsperre ein, um dir selbst zu helfen. Vergiss nicht, zuerst in den ersten Gang zu schalten. Höre ich jetzt hier Frösche oder was? Also, Shift, erster Gang. Das ist zwar Leerlauf, was er mir gerade anzeigt, aber okay. Gut, also Leerlauf ist anscheinend der erste Gang. Und Q drücken. Werden wir wahrscheinlich brauchen, um bis zum Ende zu kommen, weil ich hatte es beim Test mal ausgeschaltet und dann kam ich nicht so gut weiter. Der hängt sich hier aber auch fest. So, und wir müssen etwas aufpassen, weil es gibt sehr, sehr viele negative Bewertungen schon zu diesem Spiel. Unter anderem auch, dass man ständig an Ästen festhängt. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. So, aktiviere den Tauschmodus. Einmal handeln, Questgegenstand. Links in das Fahrzeuginventar ist das Fahrzeuginventar, rechts der Ressourcenbereich. Wähle den Questgegenstand, füge ihn zum Fahrzeuginventar hinzu und schließe das Menü. So, letztes Mal habe ich es so gemacht, dass ich da drauf geklickt habe, obwohl er mir eigentlich gesagt hat, ich soll ihn ins Inventar nehmen, weil der jetzt automatisch rübergegangen ist. Also vorsichtig sein, wenn ihr selber spielen wollt. Es geht automatisch. Ich weiß nicht, warum es dann extra noch angezeigt wird. Aber ihr müsst nichts weiter tun. Dann einmal den Rückwärtsgang einschalten. Achso, nee. Halte Shift und schalte den Automatikmodus ein. Ja, den wollte ich zwar die ganze Zeit beibehalten, aber ich durfte ja nicht. So, irgendwo hier, ich wollte gerade sagen, da war nämlich eine Stelle, wo man drüber fahren muss.
Passe den Reifendruck an unterschiedliches Gelände an. Eine Reduzierung verbessert spürbar die Haftung auf Kosten eines höheren Kraftstoffverbrauchs. Ja, machen wir. Einmal T drücken und dann mit A können wir das Ganze runtersetzen. Möchte ich aber nicht, deswegen setze ich es direkt wieder hoch. Und wir rutschen so ein bisschen in der Gegend herum. Also im Moment fühlt es sich tatsächlich ein bisschen an wie Mudrunner. Nur, dass das Auto irgendwie wesentlich mehr nach links und rechts wegdriftet. Auftanken. Expeditionen führen dich über weite Strecken. Hierfür empfehlen wir die Mitnahme von Kraftstoffkanistern. So, halte Steuerung und Space. Damit ist einmal aufgetankt. Dann kommen wir dorthin, wo wir eigentlich auftanken sollten. Nehme ich an. Reparieren. Wenn dein Fahrzeug beschädigt ist, verwende Ersatzteile, um es zu reparieren. Steuerung, beschädigte Komponente wählen. Ja, die sind alle gleich beschädigt irgendwie. Halt, stopp. Reparieren. Zack, haben wir gemacht. Ja, der Wagen fährt hier wieder wie auf Eiern. Das wäre so überhaupt gar kein Auto für mich in der Realität, muss ich dazu sagen. Ich brauche eine gute Straßenhaftung. Interagiere mit dem Hauptbüro. Vorräte liefern. Einmal F drücken. Speicherkarte. Ja. Erster Trip erfolgreich. Wir haben 3000 als Belohnung erhalten. Achso, zum Hauptquartier. Region. Wähle eine Absetzregion. Little Colorado ist ideal, um dein Können zu verbessern. Okay. Expedition. Das sind die Hauptmissionen. Wenn du Fortschritte im Spiel machst, bekommst du für den Abschluss von Missionen verschiedene Belohnungen. Dann können wir einmal auf H drücken für den Codex. Der Codex ist anscheinend sowas wie die Spielhilfe. Expeditionen, Geräte, Umgebung. Die Winde kann man benutzen. Dann gibt es hier eine Drohne, die ist jetzt neu dabei. Da kann man anscheinend verschiedene Sachen in der Umgebung mit erkunden. Ich denke aber mal, dass uns das auch noch alles genau angezeigt wird. Der Radar bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, der war im Original, also in den zwei Teilen davor, nicht drin. Dann gibt es noch das Echolot. Das ist auf jeden Fall neu. Das finde ich nämlich sehr, sehr geil. Oder besser gesagt, das habe ich in der Vorschau gesehen und habe mir gedacht, das ist sicher sehr geil. Die Farben stehen für die folgenden Tiefen. Grün ist sicher für fast alle Fahrzeuge. Gelb möglicherweise riskant, aber sicher mit einem Schnorchel oder mehr Bodenfreiheit zu durchqueren. Rot gefährliche Tiefe für fast alle vorbereiteten Fahrzeuge. Okay, funktioniert nur bei laufendem Motor. Dann gibt es noch den Metalldetektor. Rot sind Ressourcen, blau Gegenstände. Grün Fahrzeug-Upgrades. Ah, okay, das kannte ich noch nicht. Der Metalldetektor funktioniert nur bei laufendem Motor. Ja, das ist okay. Das Fernglas ist meiner Erinnerung nach auch neu. Benutze dieses Gerät, wird der Fernglasmodus aktiviert. Das ist gut. Dann zeigt er mir wahrscheinlich dann auch auf der Karte mehr an, nehme ich mal an. Umgebung, Gelände, Objekte, ja gut, das dürfte ja klar sein. Erkundung des Gebiets mit der Karte, das ist auch nicht neu. Das kennen wir ja schon. Registerkarten, gut, das ist auch selbsterklärend. Die Basis. Das Spiel hat jede Im Spiel hat jede Region ein Feldlager. Jede Expedition beginnt entweder dort oder bei einem der Außenposten. Okay. Die Basis hat ihr eigenes Inventar mit bestimmten Anzahl an Inventarplätzen. Also sowas wie unsere Hauptbasis, die wir vorher hatten. Expeditionen, abgeschlossene Expeditionen können neue freischalten. Oha! Hinweis, scheiterst du bei einer Expedition, verlierst du die Vorauszahlung. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Nebenaktivitäten... Mehrere Arten von Nebenaktivitäten, Verträge und Aufgaben, das sind kleine Jobs. Allgemein kann man Spezialisten anscheinend einstellen, Mechaniker, Logistiker, Hydrologen, Pioniere, Operatoren und Manager.
Und natürlich unsere Garage, Schaden und so weiter und so fort. Okay. Gut, dann weiß ich jetzt gerade gar nicht, was ich drücken soll. Das ist die Hauptbasis, freie Fahrt. Fühl dich frei, die Karte ohne jegliche Einschränkungen zu bereisen. Ja. Kommt nichts. Hallo? Okay, ich habe jetzt eine schwarze Karte gerade. Die ist natürlich super. Erste Expedition, dein erster Auftrag. Du musst in die Berge fahren und ein Funkmodul installieren, das die Signalqualität an der Basis verbessert. Sei aber vorsichtig, der Weg ist nicht einfach. Ja. In die Berge fahren. Da habe ich es ja so mit. Okay. Auswählen. Nimm mindestens einen Truck. Wieso mindestens? Fahrzeugauswahl. Ich habe natürlich nur den einen. Ist ja logisch. Hinzufügen. Auswählen. Was ist das? Stellschraube. 2 von 2. Truck aufrichten, nur wenn das Fahrzeug auf den Kopf steht. Das wäre was für mich. Ja, werde ich auf jeden Fall kaufen. Hört sich gut an. Bodenanker. Stelle den Anker auf eine ebene Fläche, um einen Ankerpunkt zu kreieren. Ah, kann nicht ins Inventar zurück. Oh, das ist schlecht. Stand das hier auch? Nee, ne? Ich dachte gerade schon. Entfernung. Entfernung vom Beobachter zum Objekt bestimmen. Ja, Kraftstoff haben sie ja schon gesagt, soll ich mitnehmen. Ersatzteile. Zusätzlich Ersatzräder. Wasserüberwachungssystem. Leuchtfeuerkamera. Zeichnet aus Sensoren. Funkstation. Zum Funken braucht man eine Reihe von Ausrüstung zur Übertragung von Funkwellen. Tragbare Wetterstation. Tragbare. Achso, die sind gratis. Ach, okay. Ja, klar. Nehmen wir mit. Alles, was gratis ist, nehme ich mit. Das ist auch gratis. So. Jetzt habe ich nur noch einen Platz frei, ne? Ich würde normalerweise sagen, wir nehmen den Kraftstoff tatsächlich. Habe ich überhaupt noch. Den kann ich gar nicht. Kann ich den nicht hier reintun? Ich würde den gerne kaufen, Leute. Warum darf ich das nicht? Ich habe keine Ahnung. Wir dürfen es auf jeden Fall nicht. Na gut, dann. Mit F einsetzen. Und starten. So, fahre zur Kreuzung. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade bin oder wo ich hin soll. Soll ich jetzt diesen Wegpunkten aber folgen, nehme ich mal an. Achso. Oh, wieso macht niemand die Handbremse rein? Mann. Das ist etwas, was ich immer vergesse bei solchen Spielen. Nein. Bei Expeditionen musst du dich im Gelände zurechtfinden. Verwende dazu die Minikarte. Ja, das ist ja schön. Aber ich muss doch eigentlich nur den Punkten folgen. Dafür brauche ich jetzt eigentlich noch keine Minikarte, oder? So, ich muss hier mit der Kamera mal ein bisschen besser umkommen. Weil das ist blöd. Man kann die wohl beim Fahren nicht wegziehen. Bei Fahren und gleichzeitig Maustaste gedrückt halten und drehen funktioniert scheinbar nicht. Was mich jetzt auch gerade ein bisschen negativ berührt, sag ich mal, ist die... verwende das Echolot um die Tiefen... Ja, wie mache ich das? Tab. Und Echolot. Ah, okay. Dass jetzt hier Musik im Hintergrund ist, obwohl ich keine haben wollte. Also nochmal, das ist Echolot. Ja, das dachte ich mir schon. Komm schon. Komm schon, das schaffst du.
Oh, hier liegt aber was im Weg und jetzt? Deswegen wollte ich hier gar nicht rumfahren. Achso, handeln. Dieser Container ist leer. Ach, das ist eine Tankstelle. So einen Funken braucht man tauschen. Nee, ich will nicht tauschen. Ich will das übertragen. Ich habe doch noch einen Platz hier frei. Außerdem habe ich doch eins davon. Sammle den Gegenstand ein, Funkstation. Ja, toll. Warum habe ich den jetzt kostenlos geholt? Damit ich den dann hier einsammeln. Also tauschen kann. Tauschen wir dagegen. So, Funkstation gegen Funkstation. Zack. Finde einen passenden Standort und starte die Drohne. Links. So. Erkunde den nahegelegenen Berg mit der Drohne. Zap und Drohne. Okay. So kann ich hier nicht... mit Shift ist hoch. Da oben muss ich hin. Habe ich schon verstanden. Die Frage ist nur, registriert er das? Oder soll ich... Ist das... Also muss ich reinfliegen. Okay. Beende die Drohne und setze die Suche mit dem Fahrzeug fort. Ja. Aber wie komme ich da hoch? Das ist die viel bessere Frage im Moment. Ja, okay. Da erstmal hin. Oh, kriege ich das hin? Oh. Benutze die Winde, um dein Fahrzeug aus schwierigen Lagen zu befreien. Befestige sie an Umgebungsobjekten. Ja, damit kennen wir uns ja mittlerweile aus. Bäume sind klassische Windpunkte, können aber brechen. Drücke F und befestige die Winde. Danke, dass das gerade einfach so buff rein. So, okay. Der Baum ist ja schon gebrochen. Eigentlich müsste der mir so entgegengepfeffert kommen. Die Winde findest du auch im Gerätemenü, in Tab. Ja, das ist toll. Darf ich jetzt vielleicht erstmal weiterfahren? Da könnte ich jetzt theoretisch auch noch. Aber schaffen wir so, oder? Komm. Ja, schaffen wir so. Perfekt. Immer wenn der Stufe abgeschlossen steht, denke ich, ich habe ein Level abgemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Aktiviere den Liefermodus. Schon wieder? Manchmal musst du bei Expeditionen Gegenstände abliefern oder Bauwerke fertigstellen. Okay. Liefere die Radiostation. Zack. Ich denke mal, das ist jetzt die hier. So. Kommt hier noch was? Achso, ein Fernglas ist eine gute Möglichkeit, die Karte zu erkunden und nützliche Stellen oder bequeme Wege zu finden, die dein Fahrzeug passieren kann. Drücke M. Dein erster Auftrag? Ja, warum soll ich jetzt M drücken? Ich weiß es nicht so genau. Aufstieg. Keine Ahnung, warum ich M drücken sollte, aber wir nehmen jetzt mal das Fernglas. Luftabwurf. Okay. Da ist ein Berg. Aha, ist quasi Feldlager. Okay. Luftabwurf. Neu entdeckt. Also, sieht schon cool aus, muss ich sagen. Und ich meine auch, dass das so nicht gewesen ist bei den anderen Teilen. Ja, das dürfte ja eigentlich unser Ziel... Ja, da stehen wir ja direkt vor. So, da stand gerade noch was mit der Drohne. Mit der Drohne kannst du unerforschte Gebiete der Karte erkunden. Ja, haben wir eben schon festgestellt. Und schon wieder die Minimap öffnen. Ah, jetzt... wir sollen diesen Bereich wahrscheinlich dann erkunden, heißt das. Dann nehmen wir mal die Drohne. Da ist nochmal ein interessanter Punkt, oder?
Luftabwurf. Ja, ist ja gut. Ich will mich ja schon umdrehen. Oh, mein Gott. Bin ich jetzt hier überhaupt noch in der richtigen... Achso, ich kann jetzt nicht M drücken. Bin ich hier noch in der richtigen Umgebung? Hier wird das Signal wieder schlecht. Ah, da unten müssen wir, glaube ich, hin. Nee, Moment, da waren wir schon, oder? Also, es ist ein bisschen holprig jetzt mit der Drohne, muss ich sagen. Da ist ein Abwurfplatz. Weil wir da ja vorhin waren. Gelange zum nächsten Punkt. Ja, der ist ja vor mir. Ich weiß nicht so genau, warum ich jetzt die Drohne überhaupt benutzen sollte. Aber egal. Gut, wir haben uns die Gegend mal ein bisschen angeguckt mit der Drohne. Bergung. Während der Expedition kannst du dein Fahrzeug jederzeit bergen und in den Feldstützpunkt zurückbringen. Und wieder die Minimap öffnen. Finde und wähle einen Felsstützpunkt mit der linken Maustaste, denke ich mal, aus, um anschließend die Bergung zu verwenden. Also rechts ist Zielort einfügen, links macht er gar nichts. Warum auch immer. Warum macht er das nicht, wenn ich mit der linken Maustaste da drauf gehe? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich soll immer noch... Kehre zur Basis zurück und stelle den Truck ab. Ja gut, dann fahren wir jetzt zur Basis zurück. Oder auch nicht, weil ich immer noch M drücken soll. Ja, ich würde es gerne, aber ich drücke hier die ganze Zeit drauf und es funktioniert nicht, Leute. Rechts funktioniert nicht, links funktioniert nicht. Ah, Moment. Feldlager, Bergung. Aha! Das war gesperrt. Das musste man erst mit der mittleren Maustaste freischalten. Okay. Kehre zur Basis zurück. Sind wir doch. Und stelle den Truck ab. Wahrscheinlich hier vorne, ne? Yay, vom Management abgesegnet und in die Wildnis haben wir freigeschaltet. Sponsorenzahlung. 2000. Nimm weniger als 200 Schaden. Da haben wir noch einen Bonus von bekommen von 500. Sehr schön. Gegenstände, die ich erhalten habe und so weiter und so fort. Ja, dann sind wir wieder in der Basis drin und wir haben direkt 4 Sachen freigeschaltet, die wir als nächstes machen können. Gebiete in der Nähe, dann Steinfort, Schwertransport, oha, oha, Offroad natürlich und erdige Vibes. Ich würde dann allerdings sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und ja, dass wir dann die Sachen, die wir jetzt hier freigeschaltet haben, in der nächsten Folge ansehen werden. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr überhaupt Lust darauf habt, noch mehr davon zu sehen. Also ein paar Folgen werde ich auf jeden Fall noch machen. Ist die Frage, ja, ob ihr da Bock drauf habt, dann noch mehr zu sehen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr die ursprünglichen Teile, also SnowRunner und MudRunner, auch kennt. Und ob ihr es vielleicht selber schon spielt, dieses Expeditions hier. Und wie ihr das Spiel soweit findet. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.